Alles klar, dann mal herzlich willkommen. Nun kann ich ja im Prinzip gleich loslegen. Ich habe eben schon so ein ganz kleines bisschen probiert. Mach mal den Ton vom Spiel wieder an. So. Streamqualität, alles gut. Du kannst mich gut sehen. Genau. So, ich habe es versprochen. Jetzt muss ich. Ich habe schon ein bisschen rumprobiert und habe gemerkt, ja, also Dreier Sprint und alles gut dabei und es ist schwierig. So, ich weiß, dass ich irgendwie durch die Mitte muss. Genau. Ah, jawohl, super. Okay. Ah, siehst du mal und zack. Das ist schon. Sowas wie ein Counter habe ich nicht, aber wenn du mitzählen willst, gerne. So, aber ich muss irgendwie hier über die Mitte. Vielleicht gleich über das Auto habe ich den Sprint an. Ja, ich hatte ihn an. Ich glaube, wenn ich hier drauf gehe und dann den Sprint wieder anmache, habe ich gute Chancen, wenn er abspringt. Ja. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich jetzt weiter? Über diesen Berg? Nee, da komme ich nicht hin. Dann gehen wir da mal noch ein bisschen entlang. Nee, kein Counter. Leider nicht, leider nicht. Ich meine, das ist ja ein ziemlich. Oh, ich wollte gerade sagen, es ist ein Privatstream, aber wir sind schon zu viert, also mit mir zu viert. Das ist ja toll. Super. Ich freue mich. Also, dann erkläre ich mal für. Wieso? Ich stehe auf dem Auto. Hallo. Ich stehe doch auf dem Auto. Warum ist denn der jetzt kaputt? Okay, und wieder zurück. So. Also für alle, die es nicht kennen, die Sironia kennt das sehr genau. Sie hat das genauso gemacht wie ich und es war auch zum Verzweifeln. Ich muss versuchen, von diesem Container hier auf Edgars Bus zu kommen. Ja, und da ist dieser schöne Klappstuhl. Ich war da auch schon, habe also schon ein bisschen rumprobiert, aber nie den ganzen Weg. Aber ich denke mal, genau, es geht hier wirklich durch die Mitte. So, wir machen den Sprint wieder aus. Da drauf. Also die Mitte, denke ich mal, ist ganz gut. So, zur Erklärung zu meinen Kopfbewegungen. Wenn ich so gucke, gucke ich konzentriert aufs Spiel. Wenn ich so gucke, gucke ich in die Kamera, die ist auf einem anderen Monitor. Und wenn ich so gucke, lese ich den Chat. Das heißt also, ja, es wird kompliziert. So, Sprint wieder an. Das haben wir ja schon geschafft. Dahin komme ich ja. Ob die Mitte jetzt. Ja, ich darf nicht zu nah an den Rand. Genau. Das werde ich jetzt beherzigen und gucke jetzt erstmal. Bin ich am Sprinten? Ja. Ja. So, da ist ja schon mal eine Toilette, aber die falsche. So. Zack. Okay. Ne, da ist ja nichts zu sehen. Über diese Dings, da komme ich nicht und da ist auch wieder furchtbar viel Boden. Ja, und kaputt. So, ich hätte mir ja damals den Weg einprägen können, aber das habe ich nicht. Und mein Orientierungssinn ist natürlich legendär. Jetzt finde ich schon trotz Minimap den Start nicht mehr. Super. So, da ist er. Der große Vorteil ist, dadurch, dass ich Level 50 bin und schon sehr, sehr viel weiter als hier, lassen mich diese Besen völlig in Ruhe. Ich weiß, dass ich da nicht durchkomme. Also denke ich mal, ist der Weg im Prinzip richtig, aber bitte nicht mit Sprint. Nicht mit Sprint. Jump'n'Run. Ja. Bewegungen. Überhaupt. So, Sprint aus. Raufhüpfen. Sprint an. Genau, einfach irgendwie über die Autos. Ja, genau das habe ich vor. Aber über welche? Ob ich. Wow, ich darüber kommen würde, aber das glaube ich nicht. Oder vielleicht über diesen kleinen Flitzer? Wow, das war gut. Das war sehr gut. Das war richtig gut. So. So weit war ich noch nie. Da kommen wir auch ohne Springen ganz gut weiter. So, jetzt Sprint aus. Darunter. Sprint wieder an. Wo ist der Bus? Ist
der Sprint an? Ja, er war an. Ich mache ihn wieder. Das ist sogar ein 5er Sprint. Okay. Ja. Also, ne, first try, ab jetzt. Also, das habe ich geklaut. Das habe ich geklaut. So. Am Rand entlang, echt? Weil genau das habe ich probiert und das war dann auch schon ziemlich... Meinst du hier so am Rand entlang? Ich meine, du hast es ja im Endeffekt geschafft, das weiß ich. Das gilt. Das gilt nicht. Außerdem... Oh, es hätte noch golden, warum auch immer. So, dann versuchen wir das mal mit dem Rand entlang. So. Nochmal. Ich hoffe mal, ich bin so geduldig, wie du das damals warst. Oh, es war gemogelt, aber es gilt. Ich habe aus Versehen gemogelt und er hat es genommen. Nur ich bin... Na Moment, Sprint aus. Und zwar kommt man hier sehr gut weiter, klar. Aber es gibt eine Stelle, da weiß ich nicht, wie weiter. Und zwar hier. Da ist auch noch gemeinerweise diese Lücke. Und ich komme trotz Sprint. Oder warte mal. Vielleicht, weil das hier höher ist. Nein, da ist es kein Durchkommen. Und deswegen... Ich guck mal ganz kurz, weil das werde ich jetzt einfach mal machen, dass ich nicht jedes Mal zurückrennen muss, dass ich einzelne Aspekte sozusagen ja, mal zwischenprobiere, ob es irgendwie geht. Ne, das geht definitiv nicht. Moment. Links rum. Was bin ich? Ich bin rechts rum. Also, dann probiere ich doch das mal. Ich weiß auch nicht, ob es mehrere Wege geht. Und wie gesagt, also, jede Form von Hilfe wird gerne akzeptiert. Ich bin niemand, der sich aufregt, wenn gespoilert wird, weil ich halte mich jetzt nicht wirklich für den... Du meinst, warte mal. Rechts rum, links rum. Ja. Nee, warte. Nee, doch da am Rand. Links rum, doch, ja, ja. Genau, das habe ich ja eben versucht. Ja, das da, aus irgendwelchen Gründen zählt das nicht als Fehlversuch. So. Oh, toll. Mhm. Gilt das? Das gilt. Oh. Das gilt nicht mehr. So, aber wir versuchen das jetzt einfach mal... Ich ignoriere jetzt einfach mal die Fehlschläge. Und such mir den Weg. Das ist vielleicht der Weg. So, aber wir rennen einfach mal zu der Stelle. Aber wie soll ich da drüber kommen? Außenrum? Ja, darüber komme ich auf gar keinen Fall. Da, vielleicht. Ja, super. Nee, das gilt nicht. So, nochmal dahin. Nee, das Ding ist Teflon. An dem Ding komme ich nicht weiter. Okay. Super, aber wie komme ich an genau der Stelle weiter? Ich nehme jede Art von Tipp gerne an. Komme ich da oben hin? Nein. Alles stört. Geh weg. So. Ah, vielleicht. Ah, ja gut, dazu muss er aber springen. Na, wo bin ich? Da. Da sieht ja aus, als müsste es zu machen sein. Das macht er auch. Ich hab's gefunden. Alles klar. Probieren wir das mal. Super. So, okay.
Naja, da haben wir ja da diese eine Lösung. Das ist schon ganz schön Rätsel. Es ist eigentlich weniger die Fähigkeit zu springen und so. Ich denke mal, das kommt nach einiger Zeit so ein bisschen hin. Sondern es geht vielmehr darum, den Weg zu finden, der gilt. Warum lässt er das immer wieder zu? Oh, ich nutze das gnadenlos aus. Immer noch. Jetzt, na gut, das war jetzt zu viel. Ich wollte gerade sagen, ne, an der Technik des Springens liegt es ja nicht. Man muss ja erstmal den Weg finden. Ne? Hat man gerade gesehen. Habe ich natürlich gelogen. So. Sprint aus. Zack. Hier wissen wir, ist es egal. Da auch. So. Ich bin gespannt, ob wir jetzt die erste Hürde endlich nehmen. Und dann... Ach, du liebes bisschen. Okay, Sprint an. Warum falle ich jetzt da runter? Bis dahin ging es doch immer ganz locker. Tot. So. Komme ich da überhaupt noch raus? Nö. Was macht denn der da? Die Vogelscheuche, den Matrix-Mann? Sag mal, ich glaube, ich... Okay. Ah doch, geht. Ich will doch nur raus. Ich muss doch eh wieder... Sag mal. So. Okay. Ich bin festgebackt. Es geht gar nichts mehr. Aber da haben wir einen Trick. Zack. So. Ich habe extra meinen Sprint ausgeschaltet, weil sonst jockel ich ja immer mit meinem Motorrad da durch die Gegend. So, ich bin ja echt mal gespannt. Letzter Sprint ist schon toll. So. Die Toilette. Also ich verstehe schon, dass man da irgendwann leichte, ganz zarte Hassgefühle bekommt. Komm. Wir wissen, dass da ist nicht schlimm. Toll. So, jetzt aber bitte, ja? So, wie war das? Sprint erstmal aus, damit wir hier nicht... So. Das ist richtig. Sprint an. Oh, oh. So. Yay! So, jetzt keine Fehler machen. Wir haben es geschafft. Wir sind noch in... Ah! Oh Gott. Was war denn das? Gilt das? Das gilt. Es war nicht so geplant. Das ist nicht gut. Sprint aus. Gut. Oh. 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 So, jetzt ist die Frage. Kommen wir auf dieses Auto überhaupt drauf? Ja. Von diesem Auto mit Sprint sollten wir auch auf das Dach kommen. Ja. Immer sicherheitshalber den Sprint zweimal. Nee, oder? Er hat's genommen. Warum? Also er ist bei mir auch sehr, sehr... Ja. Edgar Schrottplatz, wer hätte das gedacht? Da hinten ist schon der Bus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist doch Wahnsinn, oder? Bitte, der Sprint an. Erstmal wieder ausmachen, dann wieder an. Ach, ich sehe da unten, dass er an ist. Ja, toll. Ja, ja. Ich habe mir schon so viel angeschaut, aber ich habe es noch, außer gerade eben, noch nicht probiert. So, und jetzt gibt es einfach mal... Oh, oder lieber doch auf die Reifen. Ne, die Reifen bringen mich nicht weiter. Spring! Gut, okay. So, wir schauen mal. Ist das... Ist der Käsekuchen eine Lüge? Ist das... Ne, wir müssen über die Reifen. Wir müssen über die Reifen. Mist. Ja. Ich habe auch jetzt schon Adrenalin. Also das ist schon... Also da ist so eine Runde PUBG. Ist da echt...
ein ganz mildes Lüftchen, ganz, ja, so eine ganz unspannende Sache. Das da ist ja eklig, Mann. So, das habe ich auch entdeckt, wo ich sehe, dass der Sprint an oder aus ist. Das ist schon mal gut. So, wir wissen, hier ist es nicht gefährlich. Ich nutze das auch schamlos aus. Das ist doch unfassbar. Jetzt kenne ich schon zwei Stellen, wo das Ding... So, nur nicht übermütig werden. Nee, ich will nicht vermeiden. Wenn du mir jetzt deine Vermeidungssprung machst, dann... So, dann nehmen wir mal die Taste. Ah ne, das bringt ja nichts. Wie mache ich das so? Sprint ist aus. Sprint ist an. Und er springt nicht. Er springt nicht. Und das ist das. Das habe ich ja bei dir immer wieder gesehen. Der, naja, manchmal ist die Steuerung, ich meine, man hat die Leertaste, glaube ich, sogar gehört. Aber manchmal, ja, sollte mit Controller spielen. War ein Scherz. Ich habe Leute gesehen, die spielen das mit Controller. Das ist irgendwie möglich. Muss man vielleicht neu mappen oder sowas, aber... Ja. Ja. Okay. Was ist das? So. Der fliegt, wenn er den Sprint anhat, zu weit. Boah. Das ist so schlimm, wenn man eine Sache einmal geschafft hat und dann immer wieder zurück muss. Ich könnte es natürlich versuchen, auf das... Dach. Also wenn ich an dem Dach nochmal scheitere, dann... Oh. Oder lässt ja alles durch. Mist. Aber das wollte ich eigentlich nicht. Ach Gott. Ich moderiere gerade gnadenlos weiter. Komme, was da wolle. So. Sprint aus. Sonst kommt er mir nicht da drauf. Zurück. Sprint an. Doch, ich habe das mit dem Controller mal bei irgendeinem größeren Event gesehen. Wobei das durchaus auch TSW gewesen sein kann. Aber man kann das irgendwie so mappen und dann wäre es gar nicht mal so verkehrt. Aber wie gesagt, ich möchte es jetzt nicht behaupten, dass es Secret World Legends war, aber ich habe mal so einen Stream angeschaut, war so ein großes Event und da hat einer sogar eingeblendet, wie er spielt, hat also praktisch die Cam auf den Controller gemacht und nicht auf die, nicht aufs Gesicht, einfach weil er darum gebeten wurde. Deswegen weiß ich es. Ja. Ja. So, Sprint aus. So, Sprint an. Jetzt rennen wir auf jeden Fall. Springen, du Sau. Warum nicht? Eigentlich dürfte das nicht nehmen, ne? Es ist die Frage. Komme ich auf die Reifen? Muss ich auf die Reifen? Und bin ich auf den Reifen? Was mache ich dann? Ah. Okay, er nimmt es nicht. So, dann komme ich mal... Ich gucke, ob ich jetzt hier auf das Haus irgendwie drauf komme. Ja klar, über den Tisch weiß ich ja. Dann gucken wir mal. Hilfe. Man kann sich hier auch böse festbacken. Also, zack. Dermaßen Boden. Das ist dermaßen Boden. Ist. So was man nochmal mit den Autos. Nee, das geht nicht. Frage ist, ist schon das Haus der Fehler? Nein.
ich meine, jetzt jedes Mal zurückrennen, wenn ich doch noch gar nicht weiß, wie es weitergeht. Gut, das war jetzt gar nichts. Wow. Ich finde, das sieht so aus, als müsste das gehen. Es geht! Es geht, ich muss aufs Auto. Und dann ist der Rest ja noch ein Kinderspiel. War ein Scherz. Wir probieren es noch ein bisschen rum. Ich glaube... Wo bin ich? Nein. So, es ist halt nicht scharf geschaltet jetzt. Und ich... finde den Bus auch nicht mehr. Es ist die Frage, von hier aus komme ich da auf dieses Auto im Leben nicht. Und komme ich... Achso, aber da unten komme ich hin. Ohne. Das wäre ja Endspurt, wenn es scharf wäre. Da komme ich bestimmt irgendwo hin. Komme ich denn von da aus? Im Moment ist die Errungenschaft oder der Erfolg ja nicht scharf geschaltet. So, nochmal schauen, also das Haus, geht ja immer gerne ein bisschen analytisch vor, Haus, wir kommen da drauf, so, dann springen wir, ja, dann springen wir da drauf, wenn wir es hinkriegen, so, und da aus kommen wir da hoch, und dann müssen wir dann vielleicht, nee, wir müssen, na, das ist vielleicht falsch. Müssen wir hier lang? Irgendwo muss ich auf Reifen springen, das weiß ich. Wo geht das denn? Da komme ich da auch nicht hin. Weil von da aus ist es kein Problem mehr. Das gilt auch. Na, da war ich ja eben. Fall und ich falle schon wieder da rein, super. Ich muss auf jeden Fall darüber. Weil da ist ja schon der Bus. Und aber hm, ist ja irgendwas. Da, doch, da runter? Nee. Es ist ganz nah. So. Und ist an. Das kann aber nicht gehen, oder? Ja gut, vor allen Dingen nicht, wenn ich nicht springe. Ich bin eben schon einen Weg gegangen, also... Ja, es ist doch nicht wahr. Er verliert viel zu früh den Boden und den Füßen. Ich weiß, da komme ich... Boah. Weiß, da komme ich hin, also können wir das probieren. Aber warum springt der da nicht ab? Wenn er abspringt, reicht's nicht. Bam, 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 bam. Nee, das jedes Mal von Anfang zu machen, nee, geht gar nicht. So, komm jetzt. Das ist weit. Lass mich mal was gucken. Das ist so. Gehen wir das doch mal. Jawohl. Das würde gehen. Ich muss auf den drauf. Okay. Nochmal. Sprint aus. So. Jetzt ganz langsam. Ja. Das ist der Weg. Dann komme ich, war das dort. Ja, Sprint ist an. Aber ich habe
ganz schlechtes Bild. Mann. Nochmal. Komme ich da irgendwie mit der Kamera weiter zurück? Nö, natürlich nicht. Doch, so. Ja, dann sehe ich auch, dass er... Kann er da rückwärts hochspringen? Hui! Wieso kommt er... Das ist doch nicht wahr, oder? Warum? Achso, der ist höher. Ach, komm jetzt. So. Ich habe eben schon ein Video aufgenommen und habe da die ganze Zeit gelabert. So. Jetzt komme ich da nicht mehr runter. So. Also so rum geht's und so rum geht's nicht, weil das wäre ein Versuch. Vielleicht auch diese... Er springt ja nicht. Manu. Ach, Hubschrauber, hau ab. Das ist so eine blöde Position von der Kamera her. Nö, er springt nicht. Nein, nicht eher ich. Ich springe nicht. Aber ich will springen. Nee, das zählt nicht. So. Nochmal der Versuch. Zack, da hoch. Ja, nicht übertreiben. Jetzt bin ich zu schnell. So, wir wissen, wir kommen dahin. Wir wissen nicht weiter. Ich weiß nicht weiter. Das da hat nichts gebracht. Ich habe noch eine andere Idee. Wenn ich den Weg nicht kenne und auch nicht drauf komme, wird das echt ein bisschen bitter. Nee, das ist Quatsch. So. Dieser Erfolg, der hat es echt in sich. Ich mache ihn natürlich nicht jedes Mal von vorne. Das ist Quatsch. So. Wir kommen dahin und ich halte das für richtig. Ich habe zwar vergessen, wie. Entschuldigung. Aber kommen wir da irgendwie... Nee. Dings aus. Gilt dieses Stück. Seiten bringt mir ja alles nichts. Gilt das Stück Wellblech. Da treffe ich ja nie drauf. Wenn, dann gilt es ja eh nicht. So. Vielleicht mal mit Sprint. Aber das ist ja nicht... Nee, das gilt als Boden. Da bin ich mir ganz sicher. Aha. So, normalerweise hätte ich jetzt nicht Zuschauer und hätte ich es nicht versprochen, würde ich jetzt mal nachschauen. Irgendwo eine Lösung oder so. Aber darf ich ja nicht. Ist ja nicht drin. Ist ja verboten. Nochmal diesen Versuch. Ja, dann lande ich genau nicht dort. So. Frage ist, bin ich hier überhaupt richtig? Das da hat mir ja eigentlich sehr gut gefallen. Ach, da kommt ja noch Hilfe. Hi. Ja. Das ist... Das hat was von Benny Hill. So. Okay. Sprint ist aus. Nee, das hat keinen Sinn. Aha. Das ist... Komme ich da hin? Das ist besser. Nee. Und dann von dem Mülleimer komme ich auch nicht da hoch. Ja, ne? Ist klar. Ja, nee. Was machst du da? So. So. Ich habe die ganze Zeit Angst davor gehabt.
Es hat sich jetzt wirklich lange hingezogen. Und jetzt merke ich, das ist berechtigt. Das ist sehr, sehr, sehr berechtigt. Das ist unmöglich. Ich kann da... Ja, ist aber so sowieso nicht. Aber wie komme ich an der Stelle weiter? Nochmal ne, schauen. So, von hier aus... Springt da auch nicht. Meine Space-Taste ist hervorragend. Aber irgendwie... Ja. Oh, ich sprinte ja auch gar nicht mehr. Also sobald ich auf Vermeiden drücke, auf diese so seltsame Rolle, ist er ja weg. So. Mhm. Das machen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Das geht. Aber warum geht... Zurück nicht. Ne, zurück geht nicht. Ich brauche einen anderen Weg. Da kommen wir nicht weiter. Na komm. Hier irgendwas. Da komme ich. Zwar da hinten hin, aber das nützt mir ja alles nichts. So. Ich glaube, das mit dem Haus war falsch. Aber... Weil es ist ja schon ein Hinweis drauf, dass es richtig ist. So, das Haus ist hier. Wir kommen vom Haus. Dahin. Das war, wohin war das? Vorne. Dahin. Von da kommen wir nirgendwo hin. Ach, ich weiß es doch nicht. Ich suche mir eine andere Strecke. Was haben wir hier? Hallo. So. Die Toilette. Ich versuche es mal nochmal durch die Mitte. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bleib da hängen, weil es geht ja trotz den abgekürzten Versuchen einfach nicht. Aha, super. Ich stehe auf einem Auto. Auto. Es ist ein echtes Auto. Soll ich vielleicht mal einfach diesen Höhenvorteil nutzen? So. Das wird eine längere Sache. Wie lange bin ich denn schon dran? Ja, super. Eine halbe Stunde schon. Und er springt halt nicht. Er springt halt gar nicht. Mhm. Ja, das war klar. So, jetzt bin ich so durch. Aha, so. Sprint an. Ja. Ja. Ach Mann, ich wollte aber eigentlich noch ein bisschen was Verwertbares noch aufnehmen. Ja, guck mal, er springt nicht da. Jetzt springt er und da springt er nicht. Ah. Oh mein Gott. Ich werde wahnsinnig. Warum springt er da nicht runter? Warum? Er springt nicht. Er springt da nie. Das heißt, ich darf die Tonnen wohl nicht nutzen. So. Oh mein Gott. Wie heißt das Gegenstück zu Legasthenikern? Das
mich dabei so fertig macht, ist, dass ich den Weg nicht kenne. Ich weiß nicht, wie. Das heißt also, wenn ich es einfach nur nicht hinkriegen würde, aber ich weiß ja nicht mal. Ach, sag mal, jetzt ist es aber gut. Dankeschön. Ich glaube, ich krieg davon eine Sehnenscheidenentzündung. Jetzt komme ich nicht mehr in den Startpunkt. Nee, komm. Oder? Das ist der Versuch. Er springt nicht. Ich meine, im Prinzip, also es ist auch tatsächlich der letzte. Kann ich gerne nachher nochmal zeigen. Es ist wirklich der letzte Erfolg, den ich in Kingsmouth brauche. So. Soll ich dann hier? Oh, ja. Es ist toll. Was so? Naja. Schaffe ich das hier? Er kann da nicht runterspringen. Oh, er hat sogar gezählt, aber ich möchte ja kein Bug-Using machen. Nochmal. Jawohl, er ist gesprungen, es hat gereicht. So, jetzt bin ich hier. Achso, ja, da war ich auch eben schon. Es hat mir nichts gebracht. Jetzt weiß ich es wieder. Super. So, nochmal hoch. Dann spring auch hoch. So, und... da irgendwas. Was war hier das? So, Sprint ist an. Jetzt ist die Frage, gilt der Motorroller? Nein, er gilt nicht. Und man kann auch nicht drauf springen. Oder? Gehen wir nochmal zurück zum Haus. Weil, naja, mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Die nach hinten gilt, glaube ich, gar nicht. Oder? Warte. Kurz ein Versuch. Sobald er mich lässt, gilt das schon als Boden? Nö. Das Boot, du warst doch. Du warst doch in dem Boot, du bist außen rum, links rum, und das ist rechts rum. Das gilt aber. Print aus. Vielleicht nicht ganz so aus. Sprint an. Ja, dankeschön. Och. Ja, doch, Stress machen, ja. Gottes Willen, also ich meine, ich habe das zwar versprochen, aber wenn ich da wirklich zweifle, dann breche ich ab und dann stehe ich vor zwei Zuschauern als furchtbarer Lappen da. Aber Quatsch. Ich gucke einfach mal, ob ich hier weiterkomme. Wir machen das wieder mal ein bisschen. Oh Mann, will ich das? So. Okay. Sobald ich auf diesen mittleren Teil komme, das sieht gut aus. Da komme ich auf jeden Fall hin. Wenn er springt, sagte ich ja. Wenn er springt, komme ich da drauf. Weißt du was? Achso, der schläft auch noch. Jetzt wollte ich meine Wut loswerden, ja. Ist das gar kein Gegner? So, Sprint an. Auch das geht nicht, oder? Bin ich dann nur zu... Ich muss an... Sag mal, will der mich jetzt verarschen? Na, so. Wie kam ich denn dahin? Achso. Was
Wo bin ich? Hilfe! Ich komme zurück zum Anfang, ich finde nichts mehr. Hilfe, ich habe mich verlaufen. Ich habe mich... Also ich meine, man sollte doch jetzt den Schrottplatz besser kennen als irgendwas. Wie geht? Weiter rum. Sollte ich das probieren? Sieht ja eigentlich ganz kräftig aus. Bin auch noch in der Mission drin. Komplett rechts rum, immer am Rand entlang. Bis, also sagen wir so, bis dahin. Den wieder weg. Oh. Dann Sprint ist aus. Jawohl, Sprint mache ich an. Warum? Warum? Mann! So. Ah ja, ich habe einen Trick. Was ist ein Trick? Also ich habe was gemerkt. Also Anlauf ist Quatsch, aber... Oh, oh, wo ist denn jetzt der... Sprint aus. Jawohl. Sprint an. Genau, das ist der Trick. Wow. Ich habe eine Idee. Ich werde mich zwar gleich furchtbar ärgern. Okay. Na, immer geht's nicht. So. Oh, 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 oh. Ich habe ein bisschen Angst. Sprint aus. Sprint aus. So. So, lass mal schauen. Wo ist denn dieser Bus? Wo ist denn der Bus? Der ist gleich da vorne. Ich habe eine Idee. Ich habe nicht nur eine Idee. Ich glaube, ich weiß es. Wenn ich das jetzt schaffe, muss ich nur noch mal zurück. Nee, ne? Warte, warte, warte. Da, da bin ich. Also wieder nicht in der Mitte. Hm, aber da komme ich hin. Oh, trotz Springversagen hat es geklappt. So, ich muss auf diese Reifen, dann habe ich es geschafft. Das heißt, ich habe es natürlich noch nicht geschafft. Weil die Mission ja nicht mehr scharf ist. Aber es sieht gut aus. Ich weiß jetzt den Weg. Ja, das gilt. Das gilt. So, okay. Ich habe den Weg. Und jetzt wäre ich tot, aber egal. Dahin komme ich. So. Obwohl, kommt zur Sicherheit. Üben wir das auch nochmal. Quatsch, das nicht. Das, zack, zack. Naja, komm. Egal. Und jetzt. Aha. Also das lässt er wieder nicht zu. Aber ich habe ein bisschen was Technik gelernt. Es geht jetzt in die heiße Phase. Oder müssen wir... Nee. Zack. Na, ist jetzt sagt... Ich weiß, dass es von da aus geht. Das habe ich schon probiert. Wo
Oder war es von woanders aus? Von da oben? Nee. Oder? Aber ich habe eine... Was soll ich sagen? Genau. Zack. Egal. So. Also. Okay, zurück an den Anfang. Wir haben einen Weg. Jetzt wissen wir, wie es geht. Mit vielen, vielen Stolpersteinen. Aber wir wissen es. Oh Gott. Da ist er. So. Jetzt nicht hudeln. Wir haben alle Zeit der Welt. Ach Gott, Hilfe. Dieses ach, Terrier-mäßige geht mir ja auch furchtbar auf den Senkel. Dass ich da echt so dermaßen... Aber ich will es jetzt auch, ich will es ja doch auch schaffen. Ja? So. Gut. Die Tastentechnik, die ich da jetzt rausgefunden habe. Wow. Und zwar, oh ja, die auch nicht immer geht. So, wie war das jetzt? Ne, es geht immer weiter hier lang. Jawohl. Oh. Mhm. Wie war das jetzt? Ich hab's vergessen. Oder? Noch weiter? Ja, genau, doch, das war hier weiter. Egal. Es war gut. Ich weiß den Weg wieder. Alles klar. So. Hab Chancen, es unter einer Stunde zu schaffen. Tatsächlich. Zeugen, dass ich nicht gemogelt habe. Boah, das ist toll. Ich meine, hast du auch, ne? Zeugen. Und, ach Gott, Hilfe. Jetzt bin ich ja bei den Rätselquests, bin ich ja nicht so. Ich schaue immer nach. Ich konzentriere mich jetzt mal. Zack. Danach können wir vielleicht noch ein bisschen was Story machen. Bleib da oben. Weil inzwischen... kann ich die dritte Gruppenmission im Story-Mode auch schon alleine, dieser Krieg gegen die Finsternis, oder wie es heißt. So. Da sind wir eben gescheitert, das machen wir jetzt nicht mehr, ne? Ja, warte. Oh. Weit. Nein, komm. Warte mal, schnell mal nochmal den Sprung üben. Lass mich raten, jetzt geht's auf Anhieb. Klar. Spring mal ein bisschen hier und her. Ja. So, super. Kein Problem. Ah, fast. Eins. Ist schon ein bisschen. So, okay. Also, wir merken uns. Ganz am Glas anfangen. Aha, ist es nicht. So. Egal. Zurück.
Nur geübt. Alles super. Ja. Nee, also, dass das schwer ist, war mir schon klar. Ich habe dir ja zugeschaut und ich war mir sicher, boah, kann ich mir das sparen und so? Und dann habe ich dir das versprochen. Ich bereue es jetzt nicht wirklich, aber... Also, ja, ist nicht wie ein Lappen da stehen. Ja, so. Nee, Quatsch, nicht deswegen. Ich will es auch für mich wissen, ganz klar. So, Konzentration. Okay, naja, lassen wir gelten. Da ist ja jetzt eigentlich... Ich glaube, das ist die einfachste Strecke. Ich weiß nicht, was die ist, die du genommen hast, aber... Na, bleib weg. So, und... Ja. Richtig mit Druck, jawohl. Das ist eine ganz spezielle Technik, die Tasten zu drücken gemeinsam, so dass er dann auch wirklich immer springt, wenn er soll. Es lenkt mich nicht ab. Komm. Lenkt mich nicht ab. Ups, was ist denn jetzt? War das jetzt ein Fehler? Ja. Ah. Na, ist noch was tot. Na gut. Ja, ist gut. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ey! So. Unterbrochen, tot. Lass mich in Ruhe. So. War ein Fehler. Ich gebe es zu. Yes! Jetzt, das war auch den. Musst du mich jetzt verarschen? Kommst du mir jetzt nach? Warum? Brauchst du doch gar nicht. Alter, hau ab! So. Jetzt habe ich mir einen Freund da angelacht. Das gibt's doch gar nicht. Oh, Mann. Oh mein Gott. Feliz Navidad. So, du bist aber jetzt raus, ne? Kein Rage mehr, nein. So. Okay, Endspurt. So, lass mich mal überlegen. Das war hier. Okay, das war der hier. Und ich muss auf die Reifen, oder? Wo war das? Das weiß ich natürlich nicht mehr. Wenn ich da oben bin, dann war es das. Wenn nicht... Das gilt nicht! Ich stehe auf dem fucking Reifen! Das ist nicht wahr, oder? Ich bin genau so gesprungen, wie ich das wollte, und es ist nicht der Weg. Es kann nicht sein. Ah! So. Immer nochmal. Zack. Können wir auch noch woanders hin? Können wir woanders lang? Nein. Das ist nicht das. Das wäre jetzt echt unangenehm, wenn das nicht gelten würde. Ja, komm jetzt. Komm. Nochmal. Wir müssen den höheren Turm machen, oder? Das. Ah, das sollte gehen. Okay, und noch ein Versuch. Yay, das war's doch fast.
Ja. Gott, der immer mit einem Bein runterhüpft. Ach Gott. Warum? Hau ab, das ist doch Quatsch, das da. Kann jetzt keine Ablenkung gebrauchen. Ich will es ja leichter haben als die anderen. Ich mache ja das ganze Grinden nicht umsonst. Jetzt ist aber gut. So. Nee, nee, nee. Ach, komm jetzt. Aber ich kenne den Weg. Ich sollte solche doofen Sachen wie ich kenne den Weg nicht sagen. Weil das ist ein Garant dafür, sich zu... Okay. Okay. Sag mal, sag mal, hab ich da irgendwas? Wo ist denn die? Da ist sie doch. Aber da auch hoch? Nö, ne? Doch. Wow, und wieder runter. Aber das ist der Weg, so. Come, go with me. Don't be afraid. I know the way. Ja, ich weiß, das ist Kelly Family. Das macht aber nichts. Ich wollte gerade was ganz Hochtrabendes sagen. Der Royal Funk, der spricht immer von Fingergedächtnis und so. Und in dem Moment verkacke ich den leichtesten Sprung. Ja, das ist richtig. Ja, weißt du, so hochtrabende Gedanken, ne? So hochtrabende Gedanken. Ich sollte ruhig sein. Nein. Okay. Merkst du es? Die Concentration lässt nach. So, ich trinke mal einen kleinen Schluck von meiner netten, kalorienfreien Blubberbrause. Hol tief Luft. Hoffe, dass ich da nicht festbacke. Also, backe. So. Und jetzt, so, Sprint ist an. Was? Ach, komm jetzt. So. Also das tief Luft holen und Schluck trinken hat sehr viel gebracht. Was willst du mir damit sagen? Ich schaffe den Anfang nicht mehr. Was? Hör auf, ich will nicht vermeiden. Ich will diesen Erfolg vermeiden, scheinbar. Ja, ja. Secret World Legends, wir spielten sowas. So. Ach, kurz mal die Hand ausschütteln. Hoffen, dass es kein, wie heißt es, Karpaltunnel-Syndrom gibt. Sehenscheidenentzündung oder irgend so. Will der mich jetzt verarschen? So.
Okay. Na, siehst du mal, der Anfang ist ja schon wieder beschafft. Was habe ich gesagt? Na, siehst du mal, der Anfang? Ja, der Hochmut. So, Helmut kommt vor dem Fall. So. Das ging doch die ganze Zeit ziemlich gut. So, der springt gar nicht mehr. Hm, ich habe eine neue Technik. Super. Hm, damit geht's immer. Hm. Da, super Milky. Hm, da ist aber was Tolles entwickelt. Ha? Das machen die jetzt alle nach. Oh Mann. Ja, ja. So, ganz kurz ein bisschen Doping, ein bisschen ausschütteln. Ich habe so einen Knubbel am Handgelenk seit kurzem, der immer nach längerem Spielen anfängt weh zu tun. Längeres Spielen ist, obwohl es ja nicht geplant war, genau jetzt. Sag mal, ihr wollt mich doch alle verarschen. Ja. Nee, jetzt weiß ich im Moment nicht, was los ist. Also ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil das war ja alles kein Problem. Habe ich mich anders hingesetzt? Ist zu warm hier, zu kalt? Das haben wir doch alles super gut gekonnt. Na, das siehst du mal. Nee, nicht das schon wieder. So. Oh Gott. Oh Gott. Wie war das? Wie war das? War das darüber? Oder darunter? Ne, darunter war was anderes, oder? Geht beides, glaube ich. War auf jeden Fall ohne Sprint. Ja, genau. Wieder ein bisschen zurück. Dann mit Sprint. War das das? Ja, ne? Weg aus der Gefahrenzone. Sehr schön. Es waren noch alles keine schweren Stellen jetzt, ne? Ah, jetzt muss ich hier runter. Aber auch wieder ohne Sprint. Oh Mann, und ich dachte, ich hätte es so gut wie... Ich bin nicht sauer, oder? Nein. Da, 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 da. So, mit meinen zarten 45 Jahren habe ich ja schon Geduld gelernt und so. Und ja, ich bin Choleriker, aber nein, man merkt es kaum. Also, nee, das sehe ich nicht ein. So, und wieder zurück, zack. Ich will nicht schon wieder so lange einen Anfang haben, bitte. Sag mal, warum will er das jetzt nicht mehr? Warum ist der Sprint aus? So. Ja. Also echt, wer diesen Erfolg erfunden hat, es ist definitiv die schwerste Stelle im Spiel. Ich habe nichts auch nur ansatzweise so oft wiederholt. Boah, wie ich das hasse. So.
Sag mal! Ja, jetzt bin ich rausgesprungen. Scheiße, komm ich wieder rein? Nee, ne? Sag jetzt nicht, ich muss außen rum. Nur weil ich übertrieben habe. Ach komm jetzt. Ja, natürlich ist es das. Gehen wir da hoch? Nein. Ich höre gleich Rammstein oder so. Aha. So. Okay, naja, rechtzeitig nochmal da. So. Jetzt habe ich ja gesehen, dass das jemand geschafft hat, ja. Kann also nicht sagen, es geht gar nicht. Vor allen Dingen habe ich es ja auch schon geschafft. Also im Prinzip, also in Einzeletappen. Ach, das ist doch nicht. Was soll denn das? Ja. Das verstehe ich nicht, warum ich an der Stelle immer so furchtbar doof schalte. Der Anfang. Warum geht es manchmal... Es ist nicht so konsistent, so konstant. Das heißt, wenn man irgendwie sich darauf verlassen könnte, das ist immer so. Aber allein schon die Steuerung macht das nicht ganz eindeutig. Ich meine, da wirst du mir mit Sicherheit recht geben. Du kannst dich einfach... Guck mal, ich habe jetzt dreimal das gleiche gemacht. Zweimal springt er nicht, einmal springt er. Und, naja, gut, meine Tastatur ist nicht die beste und da gibt es auch die nächste neue. Aber das ist es nicht. Denk mal, deine ist besser und das war es auch nicht, sondern er lässt es nicht wirklich zu. Hau ab, geh weg. Ich kann dich jetzt nicht gebrauchen. Ich mach gleich. So, da habe ich mal. Oh, guck mal, ich kriege einen Container. Wenn ich ihn jetzt nehme, bin ich dann auch raus. Nee, warte mal, andersrum. Ja, ne? Ich bin genauso langsam wie sonst auch, ja. Oh, ja, komm, nimm's. Was ist da? Ich habe gerade gelesen, lauter Allergologen. Lauter Allergologen, das wär's doch. So. Dass ich jetzt hier am Anfang die ganze Zeit diese Probleme habe. Oh oh, ich habe den Sprint vergessen. Macht aber nichts. So, ich muss mich wirklich immer mit ganzem Gewicht auf die Tasten, was natürlich Quatsch ist, weil die Sensoren, ich meine, ich tippe mit der Tastatur, die gehen einwandfrei. Aber irgendwie ist das dann genau die richtige Art der Verzögerung. So. Ja, jetzt geht's, ne? Genau. Ich hab's schon wieder komplett vergessen. So, da runter. Ohne Sprint. Wow. Nee. Nee, das ist falsch. Guck mal, ich war nicht einen Moment, das war kein Boden. Du hast eine Hitbox, die ist ganz, ganz schlecht. Vor allen Dingen kannst du nicht rausfinden, ob ich oben oder unten bin. Ist das ein 3D-Spiel oder spielen wir hier Pac-Man? Entschuldigung, das habe ich. Entschuldigung, Spiel. Ich wollte dich nicht beleidigen. Mann, Mann, Mann. Oh ja, das ist doch nicht wahr, oder? Jedes zweite Mal springt er. Ich glaube auch nicht, dass meine Tastatur davon besser wird. Und?
Langsam aber sicher bekomme ich einen Krampf in meiner Spielhand. Ich stelle auf Controller um. So. Quatsch. Ich würde gerne einen sehen, der beim ersten Versuch einfach mal so durchrennt. So. Hupf, 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 hupf. Sag mal. Ich mach's doch immer gleich. Ist der Knubbel da? Der geht mir richtig auf den Senkel. Aua. Und dann stoße ich noch an mein Mikrofon. So. Ich glaube, ich muss gleich mal die Heizung ausdrehen. Ich fange langsam an zu schwitzen. Es ist der letzte Erfolg. Es ist der letzte Erfolg in Kingsmouth. Ich bin auch schon in Savage Coast ziemlich weit mit den Erfolgen. Mache ich ja eigentlich meistens offline. Aber ich will ihn ja sowieso haben. Es muss ja irgendwie gehen. Und ich habe es ja auch rausgefunden. Aber das ist einem nichts. Hilft, dass man den Weg kennt. Hallo. So, raus. So, aber den Knubbel habe ich jetzt abgepolstert. Ja, unterbrochen, super. Die Orochitopter gehen mir so ein bisschen auf den... Orochitopter, ja, schön, oder? Gehen wir so ein bisschen auf den... X. Die sind so laut. Obwohl, ich kann es ja für mich mal runterstellen. Dann ist das, du hast verloren Ding auch nicht ganz so ähnlich. So, jetzt bitte. Also ich meine, das kann nicht sein. Der will mich doch verarschen. Ich habe das jetzt nicht gelesen. Drei Versuche. Na gut, ich habe ja auch noch nicht mehr. Das sind ja jetzt gerade mal. Also jetzt ab jetzt First Try, ne? So. Warum? Was macht der und warum ist der so gut da drin? Crowd? Das ist aber nicht der, der schon so furchtbar weit bei... Secret World Legends ist, der dann öfter auch bei... Genau. Ja, genau. Nee, also Jump'n'Run. Und als sowas bezeichne ich das da jetzt mal. Und das stimmt, glaube ich, auch. Ist... Ich bin eh kein Gamer. Also, ja, doch, bin ich, natürlich. Aber mehr so theoretisch. Also... Ich habe jetzt heute ein Video hochgeladen, also auf dem anderen Kanal. Und da, ja, ich will dich vermeiden, ich will rennen. Da zeige ich auch so ein bisschen in meiner Steam-Bibliothek rum und so, und wie das so viel geworden ist. Und da sieht man halt eben über 2000 Spiele, davon 24 durchgespielt. Das ist natürlich kein Verhältnis. Ich liebe Spiele, aber ich spiele so schlecht. Ich gucke so furchtbar gerne zu. Also, was ich da so an, in der Woche Ah, genau, das ist Snapper, genau, ja. Was ich da so an Spielen, an Spielstreams und Videos in der Woche weghaue, das ist also für jemanden, der Vollzeit arbeitet, boah.
ist das viel zu viel. So, einen Schritt haben wir wieder. Aber es läuft da eigentlich fast immer was, manchmal nebenbei. Wobei es ist natürlich, seitdem ich selbst aufnehme, deutlich weniger geworden, weil, naja, in der Zeit, in der ich aufnehme und schneide und so weiter, kann ich natürlich nicht, ja. So. Bisschen langsamen. Gott sei Dank. Wieder langsam. Und da oben bin ich. So. War es das jetzt? Ich weiß es nicht mehr. So. Wo wollte ich denn hin? Ah, da hinten, ja. Jetzt habe ich noch einen Ohrwurm bekommen. Macht das nicht. Alter Schwede, das war jetzt gerade ganz kurz der Herzschlag genau auf Null. Ach, das ist das, wo ich ja immer noch nicht weiß, ob es funktioniert, ne? Wieder an der entscheidenden Stelle und haben einen einzigen Sprung. Nee! Das ist nicht wahr! Ja, genau. Ich gehe auf den Scheiterhaufen, ich verbrenne. Ist da noch irgendein Weg? Nein, von hier aus muss es gehen. Ja. Mein Gott, der fällt ja. Selbst wenn er nicht springt, fällt er ja da schon fast drauf. Mhm. Aber warum springt der nicht? Ja, das muss er machen. Er muss springen. Natürlich muss er springen. Mann. Ja. Aber lass mich raten, der Nepper hat den Erfolg einfach gar nicht gemacht, oder? Oder so nebenbei. Nee, Quatsch, ich meine, wenn er das sehr viel spielt, dann ist man da ja ohne weiteres da auch... ja, ich bin ja auch schon viel weiter, nur dass ich halt eben nicht alles, was ich spiele, aufzeichne, sondern immer nur die Story. Aber das ist ja das, was ich hier ganz früh mal... was ich dir ganz früh mal gesagt habe, ich würde das Spiel auch mit Ein-Klick-Kämpfen nehmen. Sogar gerne. Weil ich, ne? Ich will die Story haben, ich will aber keine großartige Herausforderung. So. Upsa. Jetzt habe ich ein Rammstein-Lied als Ohrwurm. Das ist doch unfassbar. So. Story so liebevoll und toll erzählt, aber was ist denn jetzt? So, lass mich mal in Ruhe. Upsa, siehst du mal, das passiert, wenn man rumraged. War ich hier schon mal, ja, ne? Jetzt geht's plötzlich so. Ich weiß gar nicht, warum der Sprint jetzt weg ist. Der Sprint, ja. Genau. Hat man irgendwann mal das Gefühl, die Tastatur klappt gar nicht mehr richtig oder so?
sag mal, jetzt werde ich echt gleich sauer, weil, naja, ich muss mich doch auf meine Tasten verlassen können. Guck mal. Leichte Tippser, er springt immer. Das heißt also, das ist ein anderes Problem. Was für ein Timing-Problem hat denn das Spiel? Es ist... mein Gott, du musst es so oft richtig machen? In Folge, und es ist ja dann wie beim Glücksspielgerät. Glaube ich mal, also ich nutze sowas nicht, aber ich glaube, das ist so, wir hatten mal eins. Ein Kneipenkind. Auf jeden Fall... Die Wahrscheinlichkeit, dann halt eben 7-mal hintereinander das Richtige zu machen, ist halt eben sehr gering. Auch wenn du jedes Mal 50-50 hast. Aber naja, das wird mathematisch halt eben jedes Mal die halbe Chance. Das ist also umgekehrt, wie heißt das? Parabolisch, ne? Also ja, exponentiell halt eben. Das heißt, die Chancen, die bröckeln. Und wenn du dann ganz oft hintereinander dich auf deine Tastatur verlassen musst... Gut, ich habe einen Sprint angelassen. Ich gebe es zu. Ach, ich glaube, ich kann da rüberspringen, oder? Dann, ja, dann bröckelt einfach mal deine Chance auf einen Bruchteil. Deswegen brauchst du genau 2000 Versuche, um es zu schaffen. Deswegen kein Killzähler. Ich will mich überraschen lassen, wann die 2000 rum sind. So. Apropos Killzähler, müsste man den manuell machen, also ich habe es gar nicht vor, aber mich interessieren die Möglichkeiten, weil ich die vielleicht irgendwie für mich so nutzen möchte. Das war übrigens gestern mit dem Heat-Dings, das war ein Missverständnis. Ich wollte das nicht nutzen, das passt gar nicht bei mir so richtig rein. Gut. Ja, genau. Und zwar, das ging, also ich konnte den gestern bei dir nicht nutzen. Oder ich habe es falsch gemacht. Für mich wäre der, ja... Und du hast ihn ja auch ganz schnell wieder ausgemacht. Und zwar habe ich dann geklickt. Ja genau, die Heatmap. Ich habe geklickt und da gab es zwar immer so einen Ausschlag, aber es wurde halt nicht grün. Genau. Jetzt habe ich also gedacht, warum darf ich nicht mitspielen? Jetzt will ich gleich nicht mehr mitspielen. Warum? Guck mal hier, er springt. Ich gehe mal... Ich komme hier nicht hoch. So, nochmal ein Zack. Wir üben das jetzt, bis wir es können. So, zurück. Vielleicht deswegen. Das heißt also, das kam dann irgendwie sehr viel später. Ja, jetzt geht's, ne? Jetzt, wenn es nicht zählt, geht's. Super. Ja, stimmt. Das habe ich ja auch gesehen. Ich meine, ich sehe ja auch die Verzögerung. Ich sehe immer, was ich gerade eben gemacht habe. Könnte man das nicht so einstellen, dass ich das sehe, was ich gleich mache? Entschuldigung. Manchmal deutet der ja auch meine Tastendrücke völlig ohne echten Anlass als Doppeldruck, so dass er versucht hier seine... Dass er versucht seinen Salto zu schlagen. Ah, das war's vielleicht. War ich zu ungeduldig. Will ich einfach mal 20 Sekunden auf die gleiche Stelle... rücken sollen. Na, geh doch. Geht nicht immer. Oh mein Gott. Oh. Krieg bald eine neue Tastatur. Ich glaube nicht, dass es mir helfen wird, aber es ist ein beruhigendes Gefühl. Sind wir wieder an dieser wunderschönen Stelle. So. So. Jetzt ist es gleich soweit.
ausrasten oder nicht. Oh nö. So. Lass mich mal ganz kurz was schauen. Wir streamen jetzt 1 Stunde 41. 19 Minuten habe ich noch und dann tut mir leid. Dann macht es auch für mich keinen Sinn, weil dann habe ich 2 Stunden völlig verschwendet und nee, den Erfolg. Vielleicht gucke ich mir Anleitungen an oder sonst irgendwas, aber es ist echt zu deprimierend. Ich bin zwar kurz davor, wobei ich das gar nicht weiß, weil ich ja nicht weiß, was er da zulässt an der Stelle. Aber es ist jetzt einfach, ich habe gedacht, so, ich streame und kann dann so ein bisschen was als Folgen mitschneiden und so weiter, aber das da wird auf Steam bleiben und sonst nirgendwo. Ich meine, es war auf jeden Fall eine nette Unterhaltung. Ja, ich bin ja noch. Noch habe ich 20 Minuten. Sag mal. Aber guck mal, er will schon wieder nicht. Er will schon wieder gar nicht. Ja, jetzt will er aus. Sag mal, ist mein Weg kaputt? Und wie gesagt, also. Ich schneide das zusammen. Wenn ich dir erzähle, womit ich schneide, wirst du eh die Hände über sämtlichen Köpfen zusammenschlagen. Ein bisschen still. Da erschrecke ich jedes Mal. Das passiert mir auch jedes Mal. Ne? Ich will nicht mehr springen, ich will nur noch laufen. Zwar ein. Aha, mein Weg geht wirklich nicht mehr richtig. Warte. Stopp. Von hier aus geht ja nichts. Nee, ich muss. Ist schon wieder nicht gesprungen. Und jetzt brauche ich dich. Also nicht dich. Also hier. Mich. Also hier mein. Das war doch hier. So, er muss jetzt springen. Ja. Siehst du das? Siehst du das? So. Server geht runter zur Wartung. Das war doch hier, oder? Das war doch hier. Ich hab ihn. Oder? Ich hab ihn. Da ist er. Ich guck mal grad rein. Ich bin grad außen. Ja, ich bin jetzt, ne? Ja. Du hast es gesehen. Du hast es gesehen. Du hast es gesehen. Ich hab's geschafft. Oh. Du bist auch die letzte verbliebene Zuschauerin. Ja. Wow. Boah, Ling. So. Ich bin fix und alle.
Ich schneide, ich schaue jetzt mal schnell. Wenn du gleich. Es sind wieder zwei. Sag jetzt nicht, du warst kurz offline. Es ist gespeichert, es ist gespeichert. Du siehst, wo ich stehe, ich habe es geschafft. Wow. So, hier. Wo ist das? Erfolge und Legenden. Der Ort Kingsmouth. Lavaspiel Champion. Neu. 2 von 2. Der Ort Kingsmouth. Alles. Fertig. Alter Schwede. Doch, es ist ein geiles Gefühl, wenn man schafft. Ich habe ein bisschen gejammert. Aber ich habe es geschafft. Ich habe mein Versprechen gehalten. Wow. So, ich mache mal jetzt eine ganz kurze Pause. Renn ins Schlafzimmer, schrei mir die Seele aus dem Leib. Komm dann wieder zurück. Und dann gibt es noch schnell zum Abschluss. Wow, ich freue mich wirklich. Zum Abschluss gibt es dann nochmal einmal eine schöne Mission. Dieser Krieg gegen die Finsternis, Kampf gegen die Finsternis. Und dann ist er dann auch für heute. Obwohl, warte mal. Wir haben jetzt, wie spät? Handy, ich guck mal gerade, weil ich habe meine Uhr jetzt hier ausgeblendet. 19:33. Okay, das ist noch viel zu früh. Okay, nee, 1,5 Stunden. Dann machen wir noch ein bisschen was mehr, weil dann werde ich dich einfach, genau. Nee, das ist jetzt gelogen. Das ist nicht wahr. Ach komm, es ist ja gespeichert. Es ist gespeichert und ich bin gerade, also, dann hast du es nicht gehört. Ich mache jetzt noch ein bisschen weiter. Und, naja, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, sich nachher zu hosten, aber immerhin, das sind 3 Leute. Nee, jetzt ernsthaft, du warst wirklich weg? Nee, oder? War doch nur für dich. Naja, nicht wirklich, war für mich. Ganz klar. Also, ich habe es eben gesagt, wir machen eine ganz kurze Pause. Und dann komme ich gleich wieder. So, dann gehen wir mal hier raus und wir blenden erstmal aus. Mich.